Yo Leute, Aimbrot ist wieder am Start, heute mit chilliges Snipen und ich habe mir heute wieder die Locus ausgesucht und erstmal wieder extrem fettes Dankeschön, dass Road to Dark Matter wieder so gut bei euch angekommen ist und ja, ich will euch heute auch nicht extrem lange auf die Folter spannen, ihr kennt das Ganze ja, zwei TDM-Runden auf jeden Fall, letztes Mal waren es ja drei Runden, aber dieses Mal werde ich wahrscheinlich nur zwei machen, je nachdem wie gut die laufen und ich werde auf Hellstorm, Talon und Geist spielen und das Ganze eben hier mit dem Battery Specialist, dass wir hier die Kinetikrüstung, falls wir in irgendeiner Situation sterben sollten, fast dann schnell aktivieren und dann noch den Kill machen. Und dann kommen wir auch schon zu der Klasse. Das ist nämlich die Locus. Passt auf, in Gold habe ich sie heute mal wieder vorbereitet mit Schnellfeuer und schnelles Magazin. Dann hier die LK9 noch zum gechillten Kill machen, falls wir einen Hitmarker machen oder der Gegner zu nah ist. Und hier die Perks. Und ja, das war's dann auch schon. An sich würde ich mich natürlich noch freuen, was ich jetzt vorneweg noch sagen wollte, wenn wir es schaffen, die 2000 Follower auf Insta, ach Quatsch, sage ich Insta schon, Instagram folgt ihr mir ja schon, sowieso schon, haben wir jetzt schon 13.000 geschafft und auf Twitter würde ich halt echt gerne die 2000 voll kriegen, wenn ihr das schafft, wäre super nice, wenn ihr kein Twitter habt, macht euch das vielleicht einfach, also ich finde das einfach mit Instagram so ziemlich die geilste Social Media Plattform überhaupt und an der Stelle sage ich nur noch, los geht's mit dem Video. Und wir haben jetzt eine Lobby gefunden auf Fringe, das wird die erste Runde sein und wenn ihr Bock habt und das klappt mit der Lobby, werden wir danach eine Skyjacked-Runde oder halt DLC-Runde spielen, da habe ich auch auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal Fringe genießen und ich habe jetzt auch ein neues Aufnahmeprogramm wieder am Start. Ist zwar jetzt ein bisschen mehr Aufwand für mich alles, aber ich werde es trotzdem jetzt erstmal so machen, weil ich jetzt keine Lags damit habe im Spiel und das ist das Wichtigste. Und ja, wollen wir mal sehen, ob wir hier jetzt die Streaks erreichen. Ich habe, genau, habe ich eben falsch gesagt. Ich habe anstatt der Hellstorm die Drohne dabei, falls ich, weil ich die irgendwie wichtiger finde. Und, ey Leute, ich habe das vielleicht schon mal gefragt, aber kennt ihr das, wenn man so... Oh, nice, da kommt direkt schon einer. Und noch einer. Oh, Aim ist am Start, so muss es sein. Und kennt ihr das, wenn ihr manchmal das Gefühl habt, eure Stimme hört sich im Kopf anders an, obwohl sie eigentlich sich normal anhört wie immer, weil man irgendwas mit den Ohren hat, zum Beispiel jetzt nach einem Konzert hört man sich ja auch immer irgendwie dumpfer und sowas und denkt man ist leiser oder so, aber das stimmt halt dann gar nicht. Oh oh. Hier sind gut Gegner am Start. Kriegen wir davon was? Ja, den nehmen wir doch mal mit. Digga, wo kam der denn lang? Oh, jetzt kommt hier noch einer mit der scheiß Haymaker rum. Kacke. Das soll natürlich nicht sein. Und ja, für den PC sind die DLC-Maps ja jetzt auch raus. Und da habe ich mir natürlich gedacht, lasse ich mich nicht lumpen und da zeige ich bestimmt gleich, wenn es denn die Lobbys so zulassen, dann auch noch eine Map davon. Wo geiert der jetzt? Oder gammelt der rum? Oh mein Gott! Nein! Oh, das wäre so ein schöner Turnaround gewesen. Aber ich glaube, ich höre jetzt mal auf, ein bisschen random Stuff zu labern und konzentriere mich lieber darauf, dass wir hier die Shots treffen. Oh nö, oh nö, oh nö. Ohne mich. Digga, wieso spawnt denn da? Da waren noch gerade zwei Teammates, die mir noch hätten helfen können. Hier ist jetzt auch schon wieder eine, Alter. Ich spawn hier so in den Gegnern gerade. Aber mein Aim ist on point. Größtenteils, es sei denn, er steht direkt vor mir, dann weiß ich manchmal einfach nicht, was ich machen soll. Moin. Oh, der mit der Haymaker, ne? Was hat der für eine Haymaker? So eine Scheiße, ne? Die Typen hasse ich halt einfach immer noch auf den Tod. Oh. Ey, komm. Hat der Aktivtarnung? Alter, das sieht ja richtig heftig aus. Ich fress erstmal schön den Hitmarker. Ey, Kopf. Zeig dich. Nein. Das wird anstrengend. Komm schon, ich umlauf den jetzt. Ja, okay, machen wir erstmal. Oh, ne, jetzt snipe ich ihn, komm. Nein! Dass ich da Hitmarker kriege, einen vor Drohne, ne? Aber ist mir egal. Einspielrunde muss sowieso immer ganz lässig sein. Da darf man dann auch ruhig mal ein paar Tode kriegen. Und, ey. Dass ich bei sowas einen Hitmarker kriege, ne? Oh. Darf ich jetzt mal wieder Sniper-Kills machen? Ei. Darf ich einfach nicht. Was soll das denn? Komm jetzt aber. Ja, ja, ja. Jetzt komm. Nein, ich sehe die Gegner nicht. Ey. Die lassen mich gerade nicht. Meine Hände sind so arschkalt. Das fuckt mich auch ein bisschen ab. Komm schon. Jetzt dreh mal ein bisschen auf. Komm. Nein, ey. Eben war das Aim am Anfang so schön am Start. Und jetzt kommt er wieder von hinten. Aber kein Problem. Alter, der Reiniger, ne? Ich habe jetzt auch schon so ewig keinen Reiniger mehr gespielt, dass ich selber jetzt mittlerweile sage, so, boah, so eine Noob-Scheiße.
Aber jeder soll so spielen, wie er kann und wie er will. Nein. Nice. Komm, hier noch irgendwas. Bin gerade gut drauf, dass ich mit der Genetikrüstung. Ja. Olli weiß Bescheid. Und ich denke mal, Genetik kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Oh, und da ist ja schon der Geist. Nice. Aber mit einem Kill hier gerade Geist und Talent erreicht. Ich hau mal direkt beides raus. Aber die LK9-Kills waren natürlich auch mit am Start, weil die Gegner mich hier einfach nicht in Ruhe gelassen haben. Aber das soll jetzt mal so ein bisschen anders werden. Ich möchte einfach versuchen, noch ein paar mehr Sniper-Kills zu machen. Was, Digga? Die haben gerade meinen Geist schon gegeiert. Ey, ich hasse die Menschen, die direkt geiern müssen, ne? Also ich glaube, so schnell wurde mein Geist lange nicht mehr gegeiert. Wo haben wir die Gegner jetzt? Ey, ohne Witz, die zeigen sich einfach nicht. Warum? Okay, gnadenlos am Start. Da hinten ist noch einer. Ist hier noch mehr? Da ist noch einer. Oh, die springen hier rein. Komm. Lasst euch holen. Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube, sie müssten alle da hinten sein, ne? So, nice. Komm, nochmal Streaks aufbauen. Ah, ohne Witz, was für eine Verarsche war das gerade wieder. Geist raus, Geist down. So einfach instant wieder. So, Drohne. Irgendwo ist hier ein Gegner gerade lang gesprungen. Oh, da oben. Der kommt ziemlich close. Ich spring mal hier rein. Wo sind sie? Da. Haben wir. Skrupellos am Start. Und jetzt hier. Oh Gott, nein, er sniped mich im Sniper. Ich war so close, ne? Oh, er hat so ein Glück, ey. Er ist im Scope daneben, dann zieht er irgendwie noch rum. Sonst hätte ich ihn mit der LK9 gemacht. Aber hey, skrupellos ist schon mal ganz nice. So, jetzt komm. Ja, die Hitmarker sind am Start. Jawohl. Da lässt er sich wenigstens holen. Ey, das ist schon wieder so nervig, dass ich da gestorben bin. Ich hätte auch die Kinetik... Ja, ich hätte die Kinetikrüstung einfach anmachen müssen. Das war mein Fehler. Oh, shit. Oh, shit. Warte, wisst ihr was? Ich versuch's. Nein, jetzt holt er. Ja, haben wir. Komm, da unten noch. Komm schon. Ich hasse es, wenn die sich einfach nicht zeigen. Eben, wir verlieren den Kampf auf jeden Fall nicht. Jawohl. Ah, für solche Schüsse liebe ich die Sniper einfach. Dass wenn man Aim hat, dann kann man die einfach richtig schön treffen. Oh, nein, komm nochmal hoch. Nein. Der wollte nicht, dafür der. Und jetzt hier oben. Oder auch nicht. Doch, da ist er noch was. Der zeigt sich nicht, Mann. Ey, guck mal, wie er da gammelt. Irgendwo in irgendeinem Headglitch wieder. Wie der. Und wie der. Jawohl. Nice, weiter so. Jetzt sind sie wieder auf allen Seiten irgendwie. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht... No, scheiße, das war dumm. Nein. Okay. 28,5 ist echt noch gut gelaufen am Ende, aber wie schnell wurde der Geist bitte gegeiert, ne? Oh Gott, das kann doch nicht sein, ey. Und die Gegner, meine Teammates, ja, war echt gut ausgeglichen. Und ja, erste Runde hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hier mein Teammate, erstmal richtig nice mit der P06 und LV, wie es auf jeden Fall sein muss, nicht? Und ich bin jetzt gespannt, wie die zweite Lobby wird. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ja, wir sehen uns einfach gleich. Ich bin voll verpeilt wieder heute, aber ist ja auch egal. Los geht's. Alles klar. Skyjack reingejoint, hat aber gerade erst angefangen. Da lasse ich mich doch nicht lumpen und hol mir erstmal ein paar Gegner hier. Und ich muss sagen, ich habe die Map jetzt... Die ist jetzt... erst ganz kurz raus, wo ich das hier aufnehme. Also gestern halt. Und ich habe bis jetzt Skyjack noch kein einziges Mal gesniped und nur irgendwie zwei, drei Mal gezockt. Ah, der ist abgehauen. Aber, da ich Hijacked extrem gerne gesniped habe, bin ich gespannt, wie wir hier spielen werden. So, oh, da kommt was. Kommt der hier rein? Jo, da ist was. Oh Gott. Ich merke jetzt schon, die Gegner werden nichts Einfaches. Oh Gott. Oh Gott. Nein, Hitmarker. Oh, stirb, gut. Nein, oh, er lässt mich nicht schießen. Und das Ding ist halt, weil das jetzt eine DLC-Map ist und man... Hitmarker heißt tot. Komm, nice. Heißt natürlich, dass die ganzen Leute, die sich das DLC geholt haben, das jetzt auch nur
spielen. Also die Gegner werden dezent besser sein als die Gegner in den normalen TDM-Lobbys. Was mich natürlich dann nicht davon abhält, hier alles zu geben und die Gegner wegzuholen. Wo sind sie? Ich mache euch platt, Jungs. Jawohl. Drohne raus, gleich Kinetikrüstung einmal am Start. Hier zum Beispiel. Oh mein Gott. Der Kill war nice. Da drin sind zwei. Ich gehe jetzt mal hier lang. Und warte hier oben, bis die Kinetikrüstung wieder am Start ist. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wieder vorsichtiger vorgehen. Jawohl. Alter, ne? Wenn man defensiv spielt und TDM oder Herrschaft oder so ist und dann das gut klappt hier, dann kann man noch gut damit arbeiten. Aber hier kann man, glaube ich, nicht mehr wallbangen. Und die spawnen locker jetzt übel hinter mir. Jo, nice. Erstmal den holen. Den holen. Ja, moin. Komm, ein noch. Komm. Jawohl, da ist der Geist. Alter. Wie besser kannst du... Oh Gott. Den Kill brauchte ich jetzt gerade mit der LK. Talent unterstützt mich hier auch gut. Hier ist noch... Oh Gott. Scheiße, Mann. Über mir ist einer. Okay. Oh, Talent rastet ja richtig aus. Und Geist auch. Ist hier jetzt noch was? Nee. Wo spawnen die denn jetzt? Die müssen auf der anderen Seite sein. Ja, da ist was. Komm. Wo ist er hin? Hallo. Digga. Nice, haben wir. Und Talon macht auch nochmal... Ah, nee, hat nur Hitmarker gemacht. Nein. Oh. Jetzt dachte ich schon, ich sterbe. Aber so schnell gebe ich natürlich nicht auf. So, was machen wir jetzt? Aber das ist gut, dass der Geist diesmal nicht gegeiert wird, ey. Und wie schnell wir den wieder erreicht haben, ne? Das war auch ganz nice. Aber ich will da jetzt nicht reinrennen. Ist immer so... Die Map ist nicht... Hallo? Ist nicht gerade eine Map, wo man die ganze Zeit pushen sollte mit Sniper. Ja, es war so klar. 90 Punkte wieder vor nächster Streak. Scheiße. Aber hey, läuft doch ganz gut. Mein Geist macht ordentlich Kills. Vielleicht kriegen wir jetzt nochmal... Oh ja, ja? Ja, Digga, komm. Kriegen wir bestimmt nochmal ein paar ordentliche Kills hier ab. Wenn ich mal noch ein paar Gegner finde. Nein! Ah! Habe ich den Falschen angeschossen. 24 zu 4 haben wir. Das wird ähnlich wie die letzte Runde. Ziemlich gut. Auch wenn die letzte Runde nicht so gut angefangen hat. Und die Runde hier, keine Ahnung. War schon ganz nice. Aber ich will unbedingt den Sniper-Kill machen. Deswegen auch die Kinetikrüstung am Start. Wo haben wir sie jetzt? Ich muss gucken, wo sie spawnen. Oh Gott, hier überall. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Pass auf, ich gehe mal unten rein, damit ihr das auch mal seht. Für die Leute, die die Map noch nicht kennen. Ist eigentlich ziemlich schick gemacht. Kommt hier jetzt was runter? Spawnen die immer noch hier? Ich glaube nicht, ne? Aber sie können natürlich noch hier sein. Und hier habe ich noch gar keinen weggeholt. Das ist ja eigentlich so meine Position im BO2 immer gewesen. Hier was holen, da was wegholen. Ja, Nummer 1. Ah, nein, hinten! Oh, ich höre nur, wie er anfängt mit der Vespa zu schießen. Dann hat man keine Chance mehr. Es sei denn, man hat seine geile Rüstung. Und kann ja wieder richtig schön den Turn-on verteilen, aber das ging jetzt leider nicht. Aber ich möchte so unbedingt noch mehr Kills haben, aber wir haben jetzt gleich schon gewonnen. Komm schon, wo haben wir sie? Wallbang geht da eigentlich nicht. Komm, versuchen wir nochmal alles hier. Nein, komm, Last Kill wenigstens. Jawohl. Wieder 28,5. Ich sag eben doch, es wird wie die letzte Runde. Wir haben zweimal den gleichen Score erreicht. Und dieses Mal haben wir wenigstens ein paar mehr Geistkills miterleben können. Ja, dass ich hier den nicht getroffen habe, warum auch immer. Aber hat mir extrem Spaß gemacht gerade wieder. Ich glaube, ich sage das irgendwie immer am Ende des Videos, weil ich immer so diese Routine, diese Out... Wie nennt man es überhaupt? Diese... Nicht Intro, sondern so Outro halt. Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall wieder gut abgegangen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mir wieder eine Bewertung und einen netten Kommentar da lasst. Und wie gesagt, Twitter gerne auscheckt. Die 2000 wäre halt echt super nice. Und ja, ich bin zufrieden. Wir haben die Gegner ordentlich rasiert. Alter, der eine Prestige Master 5 zu 16. Krass, Mann. Aber wie gesagt, Skyjack mit der Sniper muss auf jeden Fall jetzt auch die nächsten Wochen wieder öfter kommen, denke ich. Und ja, das nächste chillige Sniper wird, denke ich, auch wieder SVG. Mal gucken, hat ja auch extrem gebockt das letzte Mal. Und ich will euch jetzt nicht noch extrem viel hier Roschlands Mofa schwätzen. Deswegen lasse ich euch jetzt einfach mal hier schön mit der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ja, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt hier auch gerne wieder das letzte Video angucken, die letzte Folge. Und natürlich, wenn ihr noch nicht auf meinen Facebook, Instagram und Twitter-Account vorbeigeguckt habt, auch gerne
gerne vorbeischauen. Und natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert seid, gerne ein Abo dalassen.